Hallo und herzlich willkommen aus dem Finanzcenter in Ahrensburg. Heute zum Thema Risikolebensversicherung. Die Risikolebensversicherung stellt einfach dann, wenn eine versicherte Person verstirbt, einen entsprechenden Geldbetrag zur Verfügung. Das ist der ganze Kern einer Risikolebensversicherung. Und wir benutzen sie natürlich oder wir verwenden und empfehlen sie unseren Kunden natürlich für den Fall, dass er bei uns eine entsprechende Finanzierung aufbaut. Und wenn ich dann 100, 200, 300.000 Euro mir leihe, dann macht das schon Sinn, dass alle die, die an der Finanzierung dieses Geldes beteiligt sind, auch eine entsprechende Risikolebensversicherung haben, um im Todesfall, so traurig das dann ist, aber wenigstens nicht auch noch das finanzierte Objekt aufgeben zu müssen und zu verlieren. Wir hier im Finanzcenter bieten die Besonderheit an, dass wir euch sogenannte Direktversicherer anbieten können. Das sind Versicherer, die ohne Außendienst auskommen und demzufolge eine deutlich geringere Kostenstruktur haben. Sprich, die können ihre Versicherungsangebote tatsächlich zu einem außerordentlich günstigen Preis anbieten. Und ganz gleich, ob ihr dieses Produkt direkt übers Internet kauft oder mit einer entsprechenden Empfehlung, mit einer entsprechenden Beratung, vielleicht auch der Produktauswahl über uns dieses Produkt kauft. Ihr bezahlt immer den gleichen Preis. Es kostet hier nichts mehr. Ihr habt bei uns eben nur noch die Möglichkeit der Beratung und der Produktauswahl, wie ich es eben sagte, um dann zum gleichen Preis über einen Direktversicherer die günstigst mögliche Absicherung für euren Kredit zu erwerben. Eine weitere Besonderheit liegt in der Vertragsgestaltung, wie wir das hier im Finanzcenter euch dann empfehlen würden, sodass euch, ich will nur mal den Kern der Sache erläutern, euch tatsächlich die gesamte Summe aus der Risikolebensversicherung auch tatsächlich steuerfrei zufließen kann. Da gibt es nämlich Fallstricke, die man üblicherweise, wenn man es selber im Internet abschließt, nicht berücksichtigt. Hier empfiehlt es sich tatsächlich, etwas detaillierter in die Beratung einzusteigen. Und das ist genau das, was wir als Finanzcenter-Mitarbeiter anbieten. Ihr seht, es macht also auch Sinn, in solchen vergleichsweise einfachen Angelegenheiten mal seinen betreuenden Versicherungsmakler anzusprechen. Dafür stehen selbstverständlich auch wir jederzeit gern zur Verfügung. Ich verabschiede mich jetzt in meinen wohlverdienten Urlaub und sage erst einmal schönen Dank und Tschüss.